Sie reden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja verständlich, dass es die AfD stört, dass seit Monaten in der öffentlichen Debatte immer wieder darauf hingewiesen wird, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik keine Konzepte und schon gar keine Lösungen anzubieten haben. Ich meine, die Frage nach, wo ist eigentlich Ihr Rentenkonzept, ist ja schon zum geflügelten Wort geworden. Und eben, weil es nicht gibt. Und dieser sogenannte Antrag, so haben wir das zumindest interpretiert, der sollte offenbar der Versuch sein, hier mal richtig Substanz vorzulegen. Sozialgesetzbuch 3, Arbeitslosengeld 1, wichtiges arbeitsmarktpolitisches Thema, 5 Seiten Text, ganze 5 Seiten. Problem ist aber, dass Sie die 5 Seiten dafür nutzen, Seite um Seite darzulegen, was heute schon die Rechtslage ist. Sie klären uns darüber auf, dass die Arbeitslosenversicherung eine Versicherung ist. Sie klären uns darüber auf, dass die Dauer des Arbeitslosengeldesbezugs gestaffelt ist und so weiter und so fort. Sie zitieren sogar Zeile um Zeile wörtlich aus dem Sozialgesetzbuch 3. Das kann man so machen, aber zum Beispiel wäre es gut, wenn Sie Zahlen aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit referieren, dass Sie es dann auch schaffen, die aktuellsten Zahlen zu verwenden, die seit 4 Wochen vorliegen. Das haben Sie in dem Antrag nicht geschafft. Aber nachdem man sich dann durch 5 Seiten gequält hat, kommen auf der 6. Seite dann tatsächlich, ich habe nachgezählt, 6,5 Zeilen Forderung. Doch bei diesen 6,5 Zeilen Forderungen sind die ersten 5,5, Überraschung, wieder Wiedergabe des aktuellen Rechts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weil das so krass ist, weil ich das zumindest hier in sozialpolitischen Anträgen noch nicht erlebt habe, habe ich mir mal die Mühe gemacht, das zu visualisieren. Wenn man mal den Antrag darauf reduziert, was Ihre konkrete politische Forderung, Ihr konkretes politisches Konzept ist, dann sieht das so aus. Seite 1, Seite 2. Seite 3, Seite 4 und Seite 5. Das ist der Satz. Der eine Satz, ein einziger Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, bildet den Gipfel Ihrer arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Leistungsfähigkeit. Und der sagt dann auch nur, das ist wirklich bemerkenswert, der sagt dann auch nur, dass etwas, was es schon gibt, irgendwie, ich zitiere, stärker sein soll. Stärker, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie genau, was genau, für wen genau, da sind Sie dann schon wieder völlig blank. Das ist doch keine seriöse Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da hat dieses Haus und haben die Bürgerinnen und Bürger wirklich mehr verdient. Und wenn es noch eines Beweises bedürft hätte, dass Sie in dem Feld wirklich nichts anzubieten haben, außer dass Sie in der Tat bei jedem auch sozialpolitischen Thema nach wenigen Sekunden immer wieder auf Ihr einziges politisches Thema zurückkommen, nämlich angeblich seien die Ausländer an allem schuld, dann haben Sie den uns heute erbracht. Und lieber Kollege Matthias Zimmer, du hast eben darauf hingewiesen, dass wir das ausnahmsweise heute in der Begründung noch nicht gehört haben. Das stimmt. Aber Martin Sichert redet gleich noch. Ich bin ganz sicher, er wird dafür sorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um in den letzten 30 Sekunden auch noch zum kümmerlichen Rest Ihrer politischen Forderung, nämlich dem Grundimpuls, auch etwas zu sagen. Da, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat ja auch die SPD sich mitunter verirrt, wenn es um längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld geht. Da will ich nur ganz kurz sagen, die Idee wurde hier schon mehrfach formuliert. Das IAB, die Bundesagentur für Arbeit, der Sachverständigenrat der Bundesregierung, das DIW und das IW. Also alle seriöse arbeitsmarktpolitische Forschung war dagegen und das hat Gründe. Die einzigen, die dafür sind, ist heute die AfD, was ein zweites Thema auch noch ein für allemal bewiesen hat, nämlich eine Professorenpartei sind Sie wahrlich nicht mehr. Vielen Dank. Dagmar Schmidt, SPD, ist die nächste Rednerin.